Hey, Leute, 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 was geht? Ey, wie geht's euch? Ey, warte mal, bist du nicht über einen YouTuber, ich glaube, ein Metis oder so, ja. Ja, Bro. Ja, Bro, wieso? Da bin ich. Guck mal, wie Türen wir gerade sind, Alter. Ich schwöre. Richtig eklig hier. Was? Junge, wir Wieso eklig? können nicht Schlag haben. Ihr habt eigentlich Glück, dass ihr mit mir spielen dürft. Selber ruhig, guck dich mal an, du bist übelst hässlich. Guck mal, deine Ich will schon selber spielen. Hä, aber Digga, Ja, wieso mach sagt denn so sowas? Es gibt Leute, mit denen spiele ich und die freuen sich stark und so, die sagen so, ey Bro, korrekt, dass wir spielen können. Und ihr seid ihr komplett der Gegenteil. Was, nennt man, ich glaube, man nennt euch Hater, oder? Ja, sowas nennt man uns. Ganz ehrlich, richtig eklig. Deine Videos sind sowieso auch Schrott. Ich meine, Ich Junge, er schwöre, will Digga. da So sowas. cringe. Er macht Fortnite-LP. Ist so. Das ist so dumm. Hey, Digga, lass uns so halt, das macht uns Spaß, Mann. Also, Junge, du ma kopier nicht irgendwas von anderen Games. Ich Ist so, Digga. Hä? glaube, der ist sowieso viel besser als du. Oha, Ja, ey, Bro, das. Boah, Aux ist sogar ein Kollege von ja, mir, du hast Digga. Boxmann. Ja, und bist du scheißegal? Du bist scheiße. Deine Videos sind Schrott. Ich schwöre, ich Ey, hoffe, das du ist wirst damals jetzt. im Krieg kapiert. Nee, du da Ey. echt. Ich werde alles sagen, was deine Videos mir gebracht haben. Ich will jetzt so haten, bis zum geht nicht mehr. Ganz ehrlich. Ich schwöre, das muss jetzt echt nicht sein, Jungs, Mann. Ich hatte Ey, sowieso hör einen doch mit schlechten Mucke auf, Tag. dann mach keine Videos. Digga, wisst ihr eigentlich, wie ich mich fühle, wenn ihr sowas sagt, Mann? Ist egal, deine Videos bringen uns auch jeden Tag zum Kotzen. Dadurch fühlen wir uns auch schlecht, gell? Bro, Ist ich hab so. echt. Ist, niemand hat zu mir gesagt, dass meine Videos so schlecht sind. Ja, Alle. ich wir haben sind alle zu blöd dafür, ihre Gefühle zu sagen, Digga. Ey, Im seid Inneren, echt. die mögen dich alle nicht im Inneren. Die gucken deine Videos nur aus Mitleid. Die sind so schlecht, dass sie sich denken, Junge, what the fuck, egal, Bruder, der Arme, er ist so schlecht, aber ich will ihn jetzt nicht traurig machen, deswegen kriegt er jetzt ein Like von mir oder so. Das ist so eklig, deine Videos. Ich schwör's dir, was ist das? Das ist so, Digga, niemand macht deine Videos. Immer wenn ich die angucke, ich gucke nur eine Sekunde rein, ich denke mir schon wieder, oh nein, was ist das jetzt schon wieder für eine Scheiße? Du bist so ein Noob, Junge. Man merkt doch alles, wie fake gespielt, Alter. Das ist doch eklig. Und allgemein, Junge, warum kopierst du ein Format von einem anderen Spiel? Ist so. Du Ey, kopierst guck immer mal. alles. Weißt du, was ich nicht verstehe, ne? Meine ganzen Zuschauer, die feiern das. So, die sagen nichts. Und ihr seid die Einzigen, die so. Weil die Respekt vor einem Erwachsenen haben, deswegen sagen sie nichts. Ja, und ihr habt gar keinen Respekt vor einem Erwachsenen, oder was? Nein, am meisten nicht, wenn es irgend so ein zweiklassiger YouTuber ist wie du. Ey, schau mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe jetzt sogar richtig Lust durchzuziehen. Ich habe sogar Bock, Minecraft zu machen. Ey, Mein Gott, Ja, nein! nein, ich auch noch Minecraft, verschmutze ich auch noch diese Spiele. Ich will sie nicht. Hör auf. Ist so, Digga. Soll Hör ich wirklich auf. Mit YouTube aufhören? Komm, so abgehoben bist du jetzt auch nicht, dass du kein Mini verdienst. Hier. Ist so, Digga. Du verarschst Ey, Jungs. andere Leute einfach. Du ziehst keine Kinder ab, damit die für dich Videos machen. Ist so. Es ist so abgehoben, ich schwör's dir. Ich schwör, ey, das Ding ist, weißt du, so, ich verstehe, also, es macht mich an erster Stelle schon traurig, aber ist jetzt egal, ist auch egal, weißt du, das kann ich einstecken. Ich find's halt aber einfach respektlos von euch beiden, dass ihr meine komplette Community auch beleidigt, weil im Endeffekt so, die machen bei meinen Videos mit, weil die das möchten und die haben Spaß daran. Und ihr redet hier irgendwas von, ich würde meine Zuschauer abziehen und so. Digga, wie kommt ihr denn darauf? Du machst echt gute Witze, weißt du das? Da lacht man sich ja tot, so lustig. Ich meine, die haben Spaß daran, die Mann, mögen. warum hast du überhaupt mit YouTube angefangen? Mach doch mal, such dir mal einen Job. Junge, man guckt dich nur, weil man Mitleid mit dir hat. Ist Du so. guckst dich nicht, weil du YouTuber bist. Immer C-Max hat safe alle Abos dir gegeben, so. Ist so, Junge, wahrscheinlich ist C-Max dein Bruder und der hat dir alles beigebracht, was man bei YouTube machen muss. Ist so. Ich schwöre, ich guck dich einfach nur aus Mitleid, weil du so einfach einen Job suchen solltest. Du solltest aufhören mit Sport, weil du bist auch Ey, ich sag euch ehrlich, ich hab einen Job und ich arbeite auch nebenbei, also braucht ihr gar nicht so mir zu reden, Mann, ganz ehrlich. Ja, Digga, wer hat gefragt? So, ihr macht es nur, also ich glaube, ihr wollt einfach nur, dass ich einen schlechten Tag hab, Mann, oder? Kann es sein? Ja, wir wollen das Effekt dass du das Leben hast. Guck mal, ey, lass das bitte einfach sein, so. Wir Ich meine, nicht.
Warum sollten wir? Guck mal, sowas macht man nicht, Mann. Und sowas sagt man auch nicht. Ich gebe mir echt Mühe bei YouTube. Was interessiert es uns? Sag mal ganz ehrlich, was interessiert es uns? Ja, aber warum es euch interessieren sollte, weil ihr die ganze Zeit sagt, dass ich schlecht bin, dass ich dumm bin, dass keiner meine Videos schauen sollte und obwohl ich mir viel Mühe gebe, weißt du? Und ich gebe mir auch Mühe, gut in Fortnite zu sein. Ja, ist so, Digga. Frank, du bist so scheiße in Fortnite, wo du den Ex-Lan gegründet hast. Warum hast du den überhaupt gegründet? Ja, ich bin, also eigentlich in Fortnite, ich bin gar nicht mehr so schlecht. Ich kann euch beweisen, dass ich gut bin in Fortnite. Hier, ich weiß, der eine von euch mit diesem komischen Mikrofon. Ich kann gerne gegen dich ein 1-on-1 machen und dann kann ich dir beweisen, dass, wie gut ich bin in Fortnite. Okay, komm, 1-on-1. Easy, Digga. Bist du dir sicher, dass du 1-on-1 gegen mich willst? Warte mal. Ey, nimmst du gerade auf? Wieso, was aufnehmen? Ja, das Video, weil wir ja, das wollen wir nicht. Was meinst du? Das wollen wir nicht, hä? Ich nehm kein Video auf. Bist du dir sicher? Ja. Ja, wenn du ja, könnt ihr gerne machen, aber ich nehme gerade kein Video auf. Okay, lass ihn glauben. Nur weil er auf YouTube einen auf C-Max macht, muss er das auch nicht im Privaten machen, oder? Hä, wie meinst du auf C-Max? C-Max ist ein Bruder, wie weißt du? Da könnt ihr doch nicht sagen, was ist euer Problem, Mann? Leute, Jungs, Leute, was ist los bei euch, Mann? Was machst du denn für Kack-Videos, Alter? Was ist das? Sag mir ganz ehrlich, mit welcher Hoffnung hattest du, dass du so viele Abonnenten bekommst? Ist so, Digga. Ich sag euch ehrlich, voll viele sagen zu mir, yo Natis, danke für den täglichen Content und so. Und das sind wirklich die wahren Zuschauer. So, ihr seid echt wirklich Hater, Digga. So, das ist echt voll respektlos, was ihr da macht gerade. Das ist egal, du hast deine Account. Der Account Wavecan hat mehr verdient. Sie machen nicht mehr Videos, auch wenn die kein älteres Video hochgeladen haben. Die haben auf jeden Fall die voller kurzen mehr verdient. Das sind Gegner, schau mal, das sind Gegner. Das sind Gegner, warum hilft ihr mir nicht mal? Ja, krepier doch. Junge, ganz ehrlich. Ja, ich schwör, wir helfen dir nicht. Guck, lass ihn zuschauen mit Popcorn, komm. Alter, das ist so ernst, Mann, komm mir mal helfen, Mann. Wirklich jetzt, komm mir mal helfen, bitte. Ey. Ja, Panzer, Mann, komm mir doch helfen, Mann, bitte, ey. Ich schmeiß erst. Ich schwör, ich bin echt tot. Oh, scheiße, ich bin tot. Nein, Bro, nein! Digga, nichts, es ist so. Ja, jetzt bin ich auch tot. Jungs, kommt in 1 gegen 1, wirklich. Ich komm 1 gegen 1. Komm 1 gegen 1. Okay, ich adde dich. Okay, Leute, ich mache jetzt nur 1 gegen die 2. Die meinen halt, mich hier komplett beleidigen zu müssen. Also vorab erstmal, ich möchte was sagen. Hater habe ich bisher selten getroffen. Deswegen hat es mich heute auch wirklich tief in mein Herzen verletzt. So, jedes Mal muss man eine Erfahrung machen und die sagen auch, dass ich richtig schlecht bin in Fortnite, dass ich überall ein Faker bin, dass ich sterben soll, blablabla. Ist aber in Ordnung, Digga. Ist halt das Gegenteil von korrekter Zuschauer, ne? Wer will zuerst 1-on-1? Komm, Digga, mach du zuerst. Ich will dein Herz brechen, wenn ich dran bin. Ich will ihm zeigen, wie schlecht er eigentlich ist. Komm, wir machen eine Runde und dann zerstöre ich dich, ja? Genau. Ich geh mir kurz zu Grappler, wenn ich so gucken kann. Wo sagst du schaffst das? Komm, petz ihn! Ja, du bist tot jetzt, ne? Ich hab dich geholt. Was für ein Bot, Bro. Guck mal jetzt, schau mal, du hast mich wie ein Mann beleidigt. Also steck das auch wie ein Mann ein, ganz ehrlich. Der andere soll jetzt mal kommen. Okay, komm her. Ah, du warst der mich am meisten beleidigt hast die ganze Zeit, ne? Ja, Digga, kein Wunder. Ich fasse dich auf tausend mein Herr. Guck mal, du bist noch nirgends, Digga, du brauchst nicht mal hoch. Mein Gott, oh mein. Ja, Digga, was ist das? Ja, Digga, es spielt auch nur. Ja, du musst safe aimbot, Digga. Du musst safe aimbot. Was für aimbot war? Wo was redest du, Mann? Wo hab ich ein aimbot? Boah, ich hab euch ganz normal zerstört. Ich bleib mit Schrotflinte nehmen und du bist am Arsch. Ganz ehrlich, da nehme ich dich hops, wenn ich meine. Ja, ganz nee, Digga, was soll denn das, Mann? Jungs, jetzt hört mal auf, bitte. Ich hab euch jetzt zerstört. Ganz normal. Und ihr habt immer noch gar keinen Respekt vor mir? Junge, ist das auch nur ein Game, Alter? Hey, ist so, Digga, komm doch. Ja, ich weiß, dass das nur ein Spiel ist, aber ihr meintet doch die ganze Zeit, ihr zerstört mich. Und dass ihr krass seid. Deswegen verstehe ich halt nicht. Nein, wir haben gesagt, dass deine Videos schlecht sind. Ja, auch dass du schlecht bist. Aber du bist so oder so schlecht. Das war nur ein Lach. Wir sind nicht mal warm gespielt. Das war vorhin unsere erste Runde. Ach ja, es.
Warum lügst du so viel? Ehrlich jetzt. Es war, ich lüge nicht. Es war wirklich vorhin unsere erste Runde. Wir sind ja auch nicht warm. Also jetzt wirklich, wir sind nicht warm gespielt. Wie sollen wir dich auch fetzen? Das geht doch nicht mal. Aber wahrscheinlich bist du schon warm gespielt, aber wir sind noch nicht warm gespielt. Und ist mein Controller ist gleich abgeleert. Nein, Bro, lad ihn doch, komm. Ja, er lädt. Ey, ich hab euch beide sogar geholt, jetzt mal im Ernst, Mann. Ja, okay, der ist schon gut, aber trotzdem macht er Kack-Videos, Digga. Komm, lass rausgehen. Kein Bock auf so einen abgehobenen YouTuber, der sich fühlt, nur weil er so viele Abos und Klicks macht. Ich schwöre, ich bin überhaupt nicht abgehoben. Ihr wisst selber, dass ich die ganze Zeit korrekt zu euch war, Jungs. Ich war die ganze Zeit korrekt zu euch, ey. Ich bin noch nicht abgehoben. Ehrlich doch, jetzt. Ja, Leute, doch, du bist jetzt... abgehoben, Digga. Ja. Nee, Digga, ich bin rausgegangen, komm jetzt auch raus, Digga. Was ist das? So, Digga. Ist so. Ey, ich hab gar nichts gemacht, Freunde. Ich schwör's euch. Und die sind so irgendwie komisch zu mir. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ganz ehrlich, ich hab doch gar nichts gemacht. Wieso sind die so? In diesem Sinne, Freunde, keine Ahnung. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo oder so da. Aber am Ende heißt es, ich besteche meine Leute, wenn ich sage, lasst ein Abo da. Also lasst nur ein Abo da, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal.